Die Städte sind sauber geworden, die Flüsse sind sauber geworden, die Umwelt ist sauber geworden, medizinische Versorgung ist besser geworden. Jobmäßig hast du natürlich vielleicht ein paar mehr Möglichkeiten, weil du arbeitest nicht nur im Osten, sondern auch im Westen. Man kann überall hinreisen. Das finde ich total gut. Ich weiß nicht, ich habe es damals nicht miterlebt. Keine Ahnung, wie es vorher war. Gerade in meiner Generation sind eben viele, die arbeitslos geworden sind und dann nicht den Anschluss nicht mehr geschafft haben. Ne? Rechtsextremismus ist seitdem stärker, seit der Wiedervereinigung. Ich persönlich komme eigentlich aus Baden-Württemberg, arbeite aber jetzt seit fast 20 Jahren in Berlin und zwar im Ostteil der Stadt. Insofern hat die Veränderung auch Einfluss auf mein persönliches Leben gehabt und viele Menschen in meinem Umfeld haben ähnliche Erfahrungen gemacht. Schlechter finde ich das Soziale für die Kinder und das alles. Viele Leute kommen mit der Freiheit nicht zurecht. Normalerweise ist es ja jetzt eben so, dass, weil die Mauer ja gefallen ist, kannst du ja überall hinverreisen. Aber was bringt mir das, wenn ich mir das so und so nicht leisten kann? Also ich ehrlich gesagt wäre gegen eine Vereinigung gewesen. Aus dem einfachen Grund, dass das momentane System, was wir jetzt haben, nicht unbedingt so wünschenswert ist. Die DDR hätte sich demokratisch reformieren müssen, hätte tatsächlich so werden müssen, für was Sozialismus steht. Nämlich dafür, dass die Arbeiter und die Menschen tatsächlich regieren und nicht eine kleine politische Klasse. Dass ich endlich meine Verwandten wieder besuchen kann, dass wir zusammen leben können wieder. Ich habe viele nette und interessante Menschen kennengelernt seit der Wiedervereinigung.